Ja, hallo und einen schönen guten Morgen am 13. März 2022. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Patrick. Herzlich willkommen zu Morning Matters. Herzlich willkommen an alle Leute im Chat und natürlich auch an alle Leute, die später den Podcast hören. Ja, Patrick, was gibt's Neues? Ja, mir ist gerade erstmal aufgefallen, wie schnell dieses Jahr wieder, also irgendwie kommt dann das alles so seltsam vor. Jetzt habe ich schon fast Geburtstag und ich muss mich schon damit. Bin schon fast zu spät dran, meinen Wunschzettel zusammenzustellen, hier für die Familie. Ich hab ja schon was organisiert für dich. Nee, ich Ich bin sehr habe gespannt. keine Kosten und Mühen gescheut und ich bin echt gespannt, was du davon hältst. Ich bin sehr gespannt, dass Und du ich mir erst. ausgedacht hast. Genau, aber da werde ich mich heute Nachmittag drum kümmern, genauso wie hier mal wieder aufzuräumen. Aber das ist nicht wirklich was Neues. Ich war im neuen Batman-Film am Montag. Und offensichtlich war auch jemand da, der später Corona bekommen hat. Oh, tatsächlich. Ich habe eine Warnmeldung durch die Corona-App bekommen, aber da bisher noch nichts passiert ist, hoffe ich mal, dass das einfach so bleibt. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Ich war auch im Batman und ich werde, glaube ich, in dieses Kino nicht nochmal gehen, solange Corona ist, weil ich musste die ganze Zeit die Masken aufbehalten. Ja gut, während Essen und Trinken darf man, durfte man sie absetzen. So. Da Aber ich nichts zu essen und zu trinken kaufe im Kino, saß ich ohne Maske, also saß ich niemals ohne Maske da. Es ist sehr anstrengend, ja gut, weil der Film geht auch gefühlt 3 Tage. aber es ist ja nur noch 2 Wochen. In 2 Wochen können wir hier live, nee, eine Woche Also, sogar noch, im eine Stream Woche nur noch, der Freedom Day. den Freedom Day feiern. Wobei ich, gut, wir können wir gleich ja nochmal drüber sprechen. Ich halte ja von dieser Überhöhung dieses Tages nicht viel. Und so sehr ich die Maske dann auch sehr nervig finde, sehr häufig. Na gut, anderes Thema jetzt. Aber also ich finde irgendwie, nee, ich mache es jetzt einfach, dieses Freedom Day, so wie Victory Day nach dem Zweiten Weltkrieg oder wenn die Ukraine irgendwann quasi sozusagen da raus ist, dann sind das alles so Tage. Aber jetzt mal, also ich merke nicht viel von Einschränkungen. Gut, ich bin jetzt geboostert, geimpft, pipapo, muss ab und an mal meinen Impfpass vorzeigen und die Maske eben ab und an aufhaben. Wenn das Wegfallen schon der Inbegriff von Freiheit ist, dann geht es uns eigentlich schon ziemlich gut. Ja, es ist wie üblich Quatsch, ja. Ja. Vor allem bei den Zahlen. Ja, ja. Lass uns über Batman sprechen. Genau, lass uns Ich mal. sehe im Chat Sparkling Batman. Ja, aber jetzt dieses Gespräch führe ich schon so häufig. Robert Pattinson hat ja, glaube ich, die Zeit des Twilight-Vampirs schon lange hinter sich gelassen. Der hat ja in mehreren anderen Filmen auch mitgespielt und hat, glaube ich, bewiesen, dass er aus diesem Spektrum weg ist. Ja, also der war ja bei Cosmopolis zum Beispiel oder auch bei Tenant oder auch der Leuchtturm hat er auch mitgespielt. Ich glaube, ich habe Insofern. keine von ihm gesehen, aber ich habe jetzt, als ich mir so Videos zu Batman angeguckt habe, haben die ein paar gezeigt, die auch schon deutlich anders waren als Twilight sozusagen. Ne? Ja, naja. Und ich meine, ich glaube, das Problem haben alle irgendwie, dass sie so ein bisschen, also wobei, ich weiß nicht, wie prägend diese Rolle jetzt so gesamtgesellschaftlich war, aber auch in Daniel Radcliffe oder so, der ist immer irgendwie ein Harry Potter. Ich meine, selbst Patrick Stewart war immer, also. Entweder ist er jetzt Professor Xavier oder John-Luc Picard. Aber du bleibst immer so ein bisschen dabei hängen. Auch das hat übrigens angefangen wieder, die zweite Staffel von PK. Da Ich können meine, wir uns, hast du das gesehen? ich habe auch die erste nicht durchgezogen. Ja, kein Wunder, die erste ist auch grauenhaft, aber die zweite hat nicht so viel mit der ersten zu tun bisher. Okay, gut. Also ist besser die zweite als die erste. Ja, das Okay. ist schon ein bisschen besser geworden, ja, es Also es war stimmt. jetzt noch nicht mal so, dass ich, nur weil ich etwas nicht durchgucke, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Es ist häufig dann einfach nur, dass es mich nicht so packt, dass ich es durchziehe. Also gibt Serien, da ziehst du dir eine nach der anderen rein oder bist sauer, weil du es nicht kannst, weil er immer schlafen muss. Aber bei der war es irgendwie eher so, ja, mal gucken. Gut, aber wir sind super darin, Batman. Batman abzuschweifen, Batman. ne? Wir kommen immer wieder auf andere Themen. Also, vielleicht hat der eine oder andere ihn noch nicht gesehen. Das heißt also, wir spoilern das nicht. Also reine
Eindrücke von dem Ganzen. Ich fand den gut, der ist aber zu lang. Ja. Und der ist viel zu lang sogar. Das ist ermüdend, muss ich gestehen. Allerdings mag ich das sehr, wie die das versucht haben. Die Christopher Nolan-Filme waren ja sehr in der Realität verwurzelt, sage ich mal. Ja, also in der Realität verwurzelt. Ich mache gerade Anführungszeichen für alle Podcast-Hörer. Das haben die ja hier nicht. Also das ist ja so eine Mischung. Also zum Beispiel ist ne, der Wayne Tower ist ja sieht ist schon wie so eine gotische Kathedrale im Inneren aufgebaut und so. Und du hast irgendwie so eine Mischung aus diesen Nolan-Filmen und auch damals den Tim Burton-Sachen, die dieses sehr gotische dann irgendwie raus arbeiten in der ganzen Geschichte. Das hat mir schon sehr gefallen. Also das Aussehen von dem Ganzen fand ich ziemlich gut. Das ist sehr, sehr schön gemacht und sehr gut in Szene gesetzt. Ja, ich fand auch gut, dass es wieder mal ein Batman war, der sehr detektivisch gearbeitet Das ist hat. das Beste. Das ist das So, Allerbeste an dem Ding. kein Superheld, der einfach nur Schulden hat und irgendwie Exakt. sich da durchprügelt. Das ist jetzt sehr zusammengefasst, ne? Aber sondern wirklich einer, wo Detektivarbeit im Vordergrund steht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und manche Szenen fand ich dann eben auch einfach zu lang und zu lang gezogen, weil ich mir erst nicht sicher war, ob das so. Du gehst abends ins Kino, bist ein bisschen müde und da hast irgendwie Action und dann kommt so eine ruhige, lange Szene. Ob du dann denkst, okay, das ist vielleicht auch einfach müde, aber mein Bruder hat es genauso gesehen und du jetzt auch. Von daher ist das Ich wahrscheinlich glaube, ein bisschen so. das ist, man hat da irgendwie so ein bisschen das Maß verloren. Also wir waren für eine Kinovorstellung um 19:30 Uhr eingeplant, aufgrund der Kontrollen am Eingang wurde erst, ich glaube um 20:10 Uhr oder so, wurde erst gestartet. Okay, wow. Und da saßen wir dann wirklich, wie lange geht der? 2,5 Stunden oder was? Oder drei? Ich bin nicht Ich sicher. glaube, wir hatten um 20 Uhr Vorführungsbeginn und Ende war eingeschlagen für 23.10 Uhr. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber bei unserem Kino Ja. steht eben quasi dran, wann das Ganze vorbei ist. Ne, da ist natürlich am Anfang erstmal die Werbung und so, aber so um den Dreh, so Ja, das ist circa also, 3 Stunden oder so. das, es gibt ja da auch immer zwei Wege, ne? Also zum einen dieses, es ist lang, aber es kommt einem nicht lang vor. Aber hier kam ja eben mir auch irgendwie ein bisschen lang vor. Das ist ein bisschen schade. Ich muss aber sagen, bei Darsteller fand ich alle gut. Also es hat mir sehr gefallen. Also gerade auch, hast du Colin Farrell erkannt? Nee. Ja, das ist echt krass, ja. Habe ich auch erst am Ende, nachdem die Credits liefen, habe ich gesagt, okay, was passiert denn? Wer war denn hier Colin Farrell? Und dann, ach so, das war der Pinguin. Krass. Habe ich nicht erkannt. Sehr gute Maske. Ist auch insgesamt, also insgesamt vom Cast ist das super. Also es macht wirklich viel Spaß, das zu gucken. Und wir haben allerdings mit eines der schlechtesten Nach-Credit-Geschichten, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich Das hatte. ist wirklich, wirklich ärgerlich, weil ich habe extra noch nachgeguckt und dann sagt, und dann hatte ich nur so gelesen, ja, es gibt noch eine Szene, aber ich wollte mich auch nicht spoilern lassen. Also dachte ich allen Leuten dann, Leute, bleibt mal kurz sitzen, hier kommt noch gleich was. Nein, okay, Und da wow. kam ein Scheiß, kam da, um es Ja, mal ja. ganz deutlich zu sagen, Ja. ja. Ich habe auch, ich habe, ich hatte das, ich hatte nur die Überschrift, ich hatte, nein, mein Bruder hat gesagt, die wollen einen Batman und ich war mir noch unsicher, ob ich den auch sehen will oder nicht. Weil irgendwie so jetzt nochmal, der einsame Rechner prügelt sich durch Gotham City, wollte ich jetzt unbedingt, auch nicht unbedingt sehen. Und als dann überall irgendwie die sehr guten Bewertungen aufploppten und Meisterwerk und gut, behalte ich jetzt nicht, aber schon so das Gefühl da war, oh, den lohnt sich zu gucken, habe ich. Und da war auch die Überschrift irgendwie das seltsamste, die seltsamste Post-Credit-Szene. Ja, Und das dann ist. sind die Leute irgendwie alle aufgestanden, wie sie es, ich meine, das finde ich ja fast das Schlimmste, die stehen ja schon auf, sobald der erste Ton der Musik manchmal auftaucht. Also die warten noch nicht mal, es gibt ja immer diese ersten Credits, die noch so ein bisschen animiert sind und so, bevor dann der Fließtext kommt. Da waren die ersten schon raus. Und dann habe ich
trotzdem mal reingeguckt in diesen Artikel und dann habe ich den anderen nur gesagt, Leute, also da kommt noch was, aber es ist nicht spannend. So, es ist wirklich nicht, nichts Aufregendes. Und wir haben es dann trotzdem durchgezogen. Also ich habe die Leute immerhin vorgewarnt. Und dann, ja. Also ich finde, wir haben ja hier auch einen Dienst zu leisten. Die Leute steht auf und geht. Ist Genau. kein Witz, da kommt noch nicht mal eine Filmszene, es ist nur eine Textnachricht. Und Ja, ich kann auch, wir können die Textnachricht auch gern spoilern. wir können auch einfach sagen, die steht am Ende jedes Marvel-Films. Steht Exakt. eine ähnliche Szene. So. Ne, Und also und also das ist einfach Google nur. selbst, ihr habt mehr davon. Es Wenn ist ihr auf dem wirklich Weg spannend. nach draußen Google eingibt, habt ihr 5 Minuten gespart und habt den gleichen Inhalt, ohne irgendwas verpasst zu haben. Ja, das ist wirklich ein bisschen Quatsch, ja. Ich habe Ja, mich immer so. gefragt, warum die diese Post-Credit-Scene einführen, ob die A gerne die Leute belohnen möchten, die irgendwie sich alles angucken, B, ob da, um die Leute zu bestrafen, damit die sich endlich mal alles angucken, wer alles an so einem Film mitgearbeitet hat, damit du auch wirklich jeden einzelnen Haarkünstler und jeden einzelnen ja, Cutter und was auch immer und den Caterer und so weiter, Kennen, dann selbst einmal mitkriegst. verschiedene Locations, ja. Das ist eine interessante Sache. Das würde mich mal interessieren, wo das herkommt. Das muss ja irgendeinen Das kann Ursprung muss das ja haben. man Irgendeiner muss ja damit mal angefangen haben. ja, manchmal gibt es ja auch zwei, ne? Dann gibt es Das eben die stimmt. eine nach dieser animierten und dann gibt es ganz am Ende auch noch mal einen. Wobei ich ja finde, nach dem animierten ist das irgendwie noch mal, aber das andere ist schon sehr, sehr lang, dann da zu bleiben. Ja. Ja, es Ich meine, ist das sind die. genau, was hier im Chat gerade, ne, gesagt wird. Genau, James Bond will return. Genau, so ist es. So ist die Batman-Sache, ja. So in etwa. Und ich meine, das ist das, was, glaube ich, so ein Cliffhanger am Ende ausmacht, ne? Das ist, du versuchst, die Leute in den nächsten Film zu ziehen. Ja, es ist, ja, also ich sag mal, die Qualität des ersten Films hat mich erfreut, so dass ich mich auf den zweiten Film freue und hoffe, dass sie dann das Drehbuch noch ein bisschen kondensierter machen. Aber du hast völlig recht, das Geilste ist, dass es eine Detektivgeschichte ist, weil Batman-Geschichten sind eigentlich Detektivgeschichten. Und das ist, ne, nicht umsonst heißt das ja Detective Comics, DC. Das ist schon ein gutes Ding. Das freut mich schon sehr, dass das so diese Richtung geht. Das sind auch die liebsten Comics, die ich lese aus dem Batman-Universum. Aber ich habe gerade noch mal, weil wir haben uns hier am Anfang unterhalten und haben wieder gerätselt, worüber sprechen wir eigentlich gleich, weil es passiert im Moment nichts. Wir sind eigentlich nur damit beschäftigt, Arbeiten zu verrichten. Aber ich war mal kurz an meinem DVD bzw. Blu-ray-Regal und hast du jemals Batman The Animated Series gesehen? Nee. Krass, du bist ja ein bisschen älter als ich. Ja, ich weiß, aber ich glaube, daran lag es nicht. Ich glaube, vielleicht lief es nicht zu den Zeiten oder es lief nicht auf Tele 5, ich weiß es nicht. Ich habe auch letztens in so einem Review eben, oder ja, habe ich auch einen gesehen, der gesagt hat, er ist damit so groß geworden. Nee, gar nicht. Ich bin überhaupt mit Superhelden nie warm geworden. Also bis vor ein paar Jahren, bis das generell so ein bisschen angezogen hat. Habe ich mit Superhelden nie was am Hut gehabt. Darum ist auch immer noch so dieses Vorurteil im Kopf, das ist einfach irgendwie so Prügeln und Monster of the Week Geschichte. Ja, Das ist es sind ja meistens auch. Also ja, meistens ist genau. es so. Und dann Ja. erwartet man irgendwie auch nicht unbedingt solche Geschichten, weil man sich da nicht so mit beschäftigt. Wenn man, ich habe auch schon mal versucht, haben wir, glaube ich, hier schon häufiger besprochen, wenn du versuchst, dich da reinzuarbeiten, dann gibt es so viel Lore im Hintergrund, dass sich das auch irgendwie sehr Ja, schnell erledigt. das ist ja das Tolle an Batman. Wobei, ich glaube, jemand hat uns gerade gefolgt. Tantauralus. Vielen Dank. Patrick sagt sowas sonst immer. Jetzt ist mir das gerade mal aufgefallen. Sehr gut. Genau. Das Tolle an dieser Batman Animated Series, für alle Podcast-Hörer, ich halte die DVD-Box in der Luft gerade, das ist eine tolle Serie. Das hat einen sehr bestimmten Stil, das hat einen sehr bestimmten Look. Das habe ich als Kind sehr gerne gesehen. Oder als Jugendlicher. Ich glaube, das ist von 94 oder so. Oder Anfang der 90er. Naja, da war ich dann doch noch ein Kind. Auf jeden Fall hab ich das eigentlich gerne gesehen. Aber völlig unzusammenhängend. Also, ich habe das, wenn das eben so im typischen
Ja, klar. ProSieben-Morning-Programm lief oder RTL oder wo auch immer das lief Ja, dann damals hast du oder noch Tele5 einmal kann nicht auch gut gesehen und sein. dann hast du es nicht gesehen und ist auch egal, weil es funktionierte trotzdem irgendwie für die Genau. Lösung, ja. Das macht schon Spaß. Ich habe mir die vor einiger Zeit habe ich mir die ja mal geholt, einfach aufgrund der Tatsache, irgendwann gibt es die nicht mehr auf Blu-ray und wo kriege ich die überhaupt? Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich wieder mein Mini-Aufreger habe. Es gibt eine deutsche Tonspur, aber die gibt es nicht auf der Blu-ray. Warum ist das so schwierig? Warum ist das so schwierig, diese Synchronfassung irgendwie verfügbar zu halten? Du kannst sie natürlich bei Amazon kaufen als Digital-Ding. Ich möchte die aber nicht digital haben. Ich möchte die gerne normal haben. Ah, ich weiß, es ist schlimm, man wird alt und man meckert dann über so Sachen, aber ich finde das ein bisschen ärgerlich. Ich wollte gerade sagen, von dem Altersbeschränkungssymbol war das ein Import, ne? Ja, das ist genau, das ist aus England, bevor es teuer wurde, aus England zu bestellen. Das ist auch nochmal ein Jetzt anderes kannst du ja Thema. nicht mehr aus England bestellen. Den Fehler habe ich ja zweimal gemacht. Wir kommen echt von Höchstchen auf Schöckchen. Ja. Ja, ich weiß nur, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt hatten, und dein Tee, den du aus Versehen Alter, quasi der Tee, ey. aus Großbritannien bestellt hattest, Boah. gepackt hatten. Und dann wurde aus dem Tee dann irgendwie eine richtig teure Geschichte, weil Zollgebühren und Servicegebühren dann irgendwie nochmal drauf kamen. Ziemlich skurril, ja, genau. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich lese hier, zum einen lese ich, dass es natürlich noch eine ältere Serie gab von Batman. Damit bin ich ja vor allen Dingen aufgewachsen mit der Adam West Batman-Serie. Die hat auch einige Störungen ausgelöst, denke ich mal. Das andere ist ein interessanter Faktor, dass wohl bei Warner Brothers wohl nie die englische und deutsche Tonspur zusammen zu bekommen ist. Das ist völliger Irrsinn. Ich verstehe es gar nicht. Ich weiß, wir haben uns alle daran gewöhnt, dass die Sachen alle digital verfügbar sind, aber ich möchte gerne selber entscheiden, ich nehme jetzt irgendeine Scheibe und lege sie in einen Spieler und gucke mir das an. Und dann gucke ich mir die Scheibe durch und dann bin ich auch fertig. Und dann lege ich sie wieder zurück in die Packung. Ich möchte das gerne. Ich habe zum Beispiel, was es auch nicht gibt, ist von Deep Space Nine gibt es keine Blu-ray-Fassung. Da gibt es nur eine DVD-Fassung. Das kann sein. Von Next Generation, weil wir haben gleich im Anschluss an diesem Podcast, haben wir gleich eine Aufnahme für eine neue Podcast-Reihe, also die Abenteuerserie. Da haben wir schon eine Reihe zum Thema DuckTales gemacht und jetzt die nächste Reihe wird sich mit Star Trek Next Generation beschäftigen. Und da gibt es eine Blu-ray-Abtastung und die ist wirklich gut. Also die ist wirklich toll. Das ist schon ein sehr gutes Bild und so. Ja, da hab ich auch noch eine DVD-Fassung, eine komplette quasi. Ja. Aber da werde ich Aber auch mal zuschlagen, aber ja. es ist, also das lohnt sich, weil ich mag das ja auch, ich mag halt auch diese Extras. Ich mag auch die Audiokommentare und sowas. Das ist schon ganz cool, ne? Also wir haben hier zu 12 Folgen haben wir hier Audiokommentare. Es gibt ne, die beiden Bonusfilme hier, Mask of the Phantasm und Batman und Mr. Freeze. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ganz spannend, irgendwie so noch so ein bisschen drumrum Sachen zu haben. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe gefühlt, erzähle ich auch immer dasselbe. Insofern muss ich mal aufhören damit. Jemand, der vielleicht das Ganze erklärt, dass TNG Blu-ray nicht genug Das habe eingespielt ich auch gelesen, ja. und darum sich das für Deep Space Nine dann auch nicht gelohnt hat. Ich kann das gut nachvollziehen, weil also dass ich Filme, die ich auf DVD habe, mir noch mal auf Blu-ray kaufe, da muss schon viel passieren. Ich glaube, bei Herr der Ringe habe ich das aus irgendeinem Grund gemacht. Aber ich habe so eine ganze, also ich habe von Star Trek diese erste DVD-Auflage noch in diesem riesen Ja. Box mir damals gekauft, von meinem ersten richtigen Gehalt sozusagen. Und Aus dem hier wie Rollenspielladen das erste Gehalt? nee, also nee, das erste richtige Gehalt. Ach so, das erste richtige Gehalt, okay. Das war so Stunden, Okay. also oder da hätte ich schon noch sparen müssen. Also ich glaube, das war auch Ah, nicht hier, der Roland hier, ne, The Wire.
beste Serie, ne? Habe ich aber auch nur die DVD-Fassung. Was? Ja, da Ja. lohnt sich aber die. Da lohnt sich nochmal eine Blu-ray zu holen, glaube ich. Ich bin mir da, ich weiß, ich die, also zu meinem Rennen, also versuchen die ja auch das hochzurechnen. Ich weiß nicht, wie gut das am Ende funktioniert oder so. Aber so wie letztens, als wir im IMAX waren, die dann, wow, IMAX und so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht sind das meine Augen, die einfach nicht Ja, unterschiedlich das ist sind. genau am Ich meine Ende. nicht so, dass du bei mir jetzt Ja. gerade verpixelt bist, aber das ist auch alles so. Am Ende sieht alles aus wie VHS mit einer Brille, ja. Das Ja, stimmt. so. Von daher ist so, ja, also Okay, jetzt. gerade Serien sind ja eben nochmal ein größerer Faktor als vielleicht ein, zwei Filme, die man sich so nochmal nachorganisiert. Okay, jetzt natürlich sehr wirr. Wir haben ja bei Batman gestartet, waren, glaube ich, alle sehr, waren beide sehr angetan von dem Film. Wie gesagt, im Freundeskreis war die Meinung eher gespalten. Da gab es auch Leute, die fanden das wirklich fürchterlich, was sie da gesehen haben. Okay. Ja, das ist, es ist eben, ich glaube, der Film polarisiert, wie man dann so sagt. Ich habe aber die Kritikerstimmen noch gar nicht großartig aufgenommen bislang. Also insofern. Darum war die, also ich habe jetzt auch nicht, ne, ich setze mich dann nachher nicht hin und gucke mir 1000 Kritiker an oder so. Aber die Stimmen waren eigentlich alle sehr positiv. Ne? Ich glaube, da ist die Spaltung eher Meisterwerk oder nicht. Und da würde ich auch eher zu, nee, nicht Meisterwerk. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich fand den sehr gut. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, da regnet es ein bisschen viel in dieser Stadt, aber das gehört offensichtlich dazu. Es ist Teil des ist Ja, Teil genau. des So, Programms. man fühlt sich einfach auch nicht wohl in diesem, also wenn man diesen Film guckt und ständig Regen und Dunkelheit. Aber ich meine, das gehört dann dazu. Das finde ich sehr gut gemacht dann am Ende. Aber ich hatte, also ich glaube, der Streit bei den Kritikern dreht sich eher darum, wie gut findet man den. Wobei ich manchmal dann auch den Eindruck habe, traut sich dann überhaupt noch ein Kritiker zu sagen, ja, nee, eigentlich fand ich den eher so mittel. So, sagst du das, wenn so alle Leute sagen, ach, neues Meisterwerk, Film des Jahres, keine Du Ahnung, dann würdest sagst du, nicht ja, sagen, so mittel, du würdest sagen, der ist grauenhaft schlecht, damit du dich abhebst von den anderen. Das ja. würdest du sagen, ja. Genau, aber ja. Das ist Ja, so da eine gibt's, Frage. also da gibt es ja auch durchaus Ansatzpunkte, wo man dann durchaus ein bisschen Kritik üben kann. Ne? Also ich sag mal, der läuft ja auch sehr langsam. Ne? Also der Batman läuft schon sehr, sehr langsam. Darum, wenn er ein bisschen schneller laufen würde, wird der Film nicht so lange gehen. Aber Manche Dialoge auch einfach zu manche lang. Dialoge sind auch ein bisschen schief und so. Aber insgesamt ist das schon ziemlich gut und ist eine Richtung Batman, von der ich gern mehr sehen Ja, möchte. und ich meine, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, das ist ja jetzt noch nicht der, ich bin seit 10 Jahren der Rächer von Gotham. Nein, das ist Jahr zwei. Exakt. Ich bin erst noch relativ am Anfang, das siehst du auch an so diesen technischen Gimmicks und so, Ja, der das hat Auto schon ein bisschen funktioniert nicht, ne? genau, aber es sind schon noch alles, sieht noch alles ein bisschen anders aus als das Batmobil und solche Nee, Sachen. das ist schon sehr schön. Also auch da, ne, wer mal irgendwie basierend darauf mal irgendwie Lust hat, ein paar Comics zu lesen oder so, ne? Batman Year One ist ja ein Klassiker. Das ist ein super, super Comic, da kann man viel Spaß mit dran haben. Genauso, ne, das lange Halloween ist auch ein fantastischer Comic. Ist abgeschlossen, ist eine abgeschlossene Geschichte. Du fängst vorne an, hast ein Band, eine schöne Geschichte, ist fantastisch. Lohnt sich. Gibt es auch auf Deutsch. Ich habe das auch damals auf Englisch gelesen, weil das, ich glaube, das gab es gar nicht auf Deutsch oder nur das war vergriffen auf Deutsch oder so. Aber das ist ein so ein dicker Paperback-Band und das ist wirklich eine fantastische Story. Das lohnt sich sehr. Naja, ich war jedenfalls da, nachdem ich aus dem Film raus war, war ich dann eben auch dabei. Ach, ich hab das gar nicht zu Ende geguckt, Batman Animated Series. Kann ja vielleicht ab und an mal nochmal eine Folge gucken. Das macht eigentlich Spaß. Das, Ist es denn zusammen? Also, weil du vorhin so gesagt nee, hast, das ich ist nicht zusammenhängend. Sorry, nee, das, genau. nee, das sind einfach nur. Nee, weil du vorhin so gesagt hast, ich habe früher so eine Folge nach der anderen geguckt, dachte ich, da ist vielleicht so ein roter Faden im Nee, Hintergrund oder so. nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht, dass Naja. das, ich Ich glaube glaube, nicht, das dass das ist. war auch nicht die Zeit dafür. Ne? Also die Nee. roten Fäden in Serien sind ja jetzt eine neue Erfindung, wäre jetzt auch falsch. Wobei, es ist ja auch eine andere die Geschichte. Gummibärenbande hat eine zusammenhängende Geschichte. Überraschenderweise habe ich auch erst, als ich es jetzt auf Disney Plus gucken wollte, gemerkt, dass wie viel roter Faden da eigentlich drin ist. Wobei ich es Gummitopia, sage ich nur. Gummitopia. als Kind einfach auch nur so, ne? Die Folge, die gerade lief, darum hat es bei mir auch ewig gedauert, bis ich das Staffelprinzip verstanden habe. Weil
Staffeln, hä, wozu? Die produzieren einfach eine Serie nach der anderen, eine Folge nach der anderen und so. Bis ich da irgendwann mal, ja, das ist Staffeln, hä, was? Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen, ja. Ja, gut. Aber da kommen wir vielleicht, kann ich das nochmal aufgreifen, weil Roland das gerade nochmal, da fehlt ja auch noch die fünfte Staffel. Das ist für mich, glaube ich, auch nochmal ein Grund, warum ich umsteigen würde. Mir fehlt irgendwie von einer Serie eine Staffel. Aber zum Beispiel Shameless habe ich mit DVD angefangen, die ersten 5 Folgen oder so. Und dann habe ich zu Weihnachten wohl mal die DVD-Fassung in den auf den Wunschzettel gepackt. Und die musste ich dann umtauschen, weil das sieht im Regal ja auch blöd aus, wenn da plötzlich eine kleinere CD steht. Gucke ich dann darum jetzt auch nur. Ich meine, das ist eine Dramaserie. Also da ist jetzt auch nicht, die Special Effects sind da sehr, sehr begrenzt, wenn es überhaupt welche gibt. Dann konnte ich es auch auf DVD gucken. So, aber da muss es im Regal ja auch vernünftig aussehen. Ich habe bei, weil du vorhin den Herrn der Ringe erwähnt hast, da gab es ja damals diese Extended Edition DVDs und da war auch Zusatzmaterial bei. Dieses Zusatzmaterial gibt es zum Beispiel auf den Blu-rays heute nicht mehr in dieser Form, wo sie rausgekommen sind. Ach echt? Okay. Dafür sind die aber, gibt es ja irgendwie so eine 4K-Fassung oder sowas davon. Das ist alles wirr. Es ist, ich meine, Gott sei Dank kannst du die Sachen alle irgendwie bei YouTube dann gucken oder so, wenn du wissen möchtest, wie die Produktion irgendwie dann war. Aber ja, das Gesamtpaket bitte. Ja, warum ist das so schwierig? Zum Beispiel habe ich vor kurzem, wir gucken ja gerade, mit Frank gucke ich ja gerade Conan die Serie mit Ralf Möller. Das kann man sich bei uns auf dem Patreon anhören und es ist wirklich schlimm. Aber da ich dann interessiert war wieder an Conan, dachte ich mir, hey, gucke ich doch mal den alten Conan nochmal mit Arnold Schwarzenegger. Das ist ja ein wirklich guter Film. Und ich habe den schon sehr oft gesehen, aber mit Audiokommentaren ist das schon ziemlich interessant. Also, um einfach mal zu hören, wie John Milius und Arnold Schwarzenegger sich darüber unterhalten, warum Gott, wie hieß, ich weiß gerade nicht, wie die Darstellerin heißt. Es ist ja Valeria, es ist ja die Kämpferin, die begleitet, meine ich. Dass die durchaus gefährlich war in Schwertkämpfen, weil die durchaus mal so einen Stuntman verletzt hat. Okay, Ja, also sie ist nicht gelobelt worden. ist ganz gut. Ja, aber ich gucke selten Kommentare. Also ich gucke, habe sie jetzt bei Babylon 5 geguckt, weil Ja, wir, gut. weil es quasi Teil des Jobs ist, in Anführungsstrichen, also oder man sich dann bewusst damit mehr beschäftigt. Ansonsten habe ich das häufig so als, ich gucke das Ganze dann ja nochmal. Also nochmal, ich sag mal, Herr der Ringe, nochmal 12 Stunden mit Audiokommentar. Und pfui. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Also, das ist ein Punkt, müsste ich mir auch mal geben. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe das angefangen damals bei den Simpsons. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist teilweise unglaublich gut, weil du die erste Riege an Autoren hattest bei den Simpsons. Und die sind wirklich, also hast du unter anderem auch noch Conan O'Brien dabei oder so, ne? Und das ist wirklich, wirklich gut. Es macht unglaublich viel Spaß, das zu gucken, weil die da noch ein paar, also nie noch ein paar weitere Gags machen oder dann auch sagen, oh, weißt du noch die Szene da, wie lange wir daran gesessen haben und so. Ist wirklich fantastisch. Absolut fantastisch. Ja, das ist zumindest die Dinge, die wir filmisch erlebt haben, hätte ich jetzt gesagt. Ich würde mal kurz einen kleinen Zwischenbereich machen, bevor wir wieder zu was anderem kommen. Wir haben nämlich nächste Woche die Conspiracy und den Gratis-Rollenspieltag. Patrick, kannst du mehr zu diesen beiden Events erzählen? Ich meine, der Gratis-Rollenspieltag war, glaube ich, geplant für Anfang April. Und Ja. man hat dann aufgrund der noch immer unsicheren Situationen und Unklarheiten sich entschieden, das digital zu machen und mit der Conspiracy zu verknüpfen. Die Conspiracy ist ja seit 2020 so ein regelmäßig stattfindendes Event, organisiert von Pegasus, wo wir auch immer gut vertreten sind, wo auch immer Spielrunden von uns stattfinden. Aber eben organisiert durch Pegasus und die haben das da eben kombiniert. Das heißt, es gibt diesmal auch, ich glaube, nur sehr begrenzt eine physische Variante. Also diese Boxen, die es so in den letzten Jahren gab, gibt es dieses Mal
ist, glaube ich, gar nicht oder nur sehr begrenzt oder sehr kompliziert. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Es waren also, wir hätten so viel einreichen müssen, so viel verkaufen wir von manchen Büchern gar nicht. So viel brauchen wir von vielen unserer Bücher gar Ja, ich habe noch nicht. kein Buch erreicht, wovon wir so viel verkauft hätten, dass wir so viel Ja. Promo dafür hätten machen können. Den gibt es digital eben auf dem Conspiracy Server. Und ja, und wir machen aber trotzdem bei uns irgendwie eine Lösung für den, also wer an dem Wochenende was bestellt, kriegt was dazu, nämlich, da kannst du gleich drauf einsteigen, dass kein Kern, Kernheft. Kern heißt das Ganze. Ja, das ist. Genau, und wir werden für Beyond the Wall wird so einen Tavernenbaukasten geben, damit die Taverne nicht nur das erste Gebäude ist, was ihr schon auf die Landkarte draufgemalt habt, sondern das noch ein bisschen verstärken könnt. Das wird es irgendwann auch nochmal digital für die gedruckt für die Neuauflage geben, wenn wir sie machen, so als kleines Extra. Aber jetzt gibt es das dann auf jeden Fall für alle als PDF zum Download. Genau, der Tavernenbaukasten ist so eine Sammlung an Zufallstabellen, mit denen man die Taverne ausgestalten kann. Das hat Dietmar geschrieben. Und das ist eine ziemlich schöne Geschichte mit ne, vielen kleinen Dingen, was sich so in der Taverne befindet. Und Kern ist eine Übersetzung vom, ja, wie man vermuten kann, englischen Rollenspiel Kern. Das ist ein kleines Mini-Rollenspiel, was auf dem Knave-System, glaube ich, basiert. Das ist also auch so eine OSR-Abart, die auf 40 Seiten irgendwie alles hat, was man braucht, um oldschool-artige Abenteuer zu erleben. Das ist nicht direkt von uns, wir drucken das nur. Das ist aber auf unserem Discord-Server entstanden, dieses Projekt. Und da freue ich mich natürlich sehr, dass wir da irgendwie ein bisschen unter die Arme greifen können und wir drucken da eine kleine Auflage, damit da Leute irgendwie Lust haben, das zu bekommen. Oder damit Leute das irgendwie bekommen können, wenn sie darauf Lust haben. So ergibt das ein bisschen mehr Sinn, der Satz. Und sonst, das Ganze gibt es auch digital schon, das kann man schon runterladen auf der entsprechenden Homepage. Weitere Infos gibt es auch bei uns auf dem Discord-Server, wo es so einen kleinen Kernkanal gibt. Kernkanal ist ein schönes Wort. Das ist ganz gut. Dann gab es die Frage noch, ob es Almanache gibt. Die wurde schon im Chat beantwortet. Ja, die gibt es. Da haben wir aber diesmal keinen Beitrag eingereicht. Das ist, die Zeit ist leider zu knapp. Das schaffe ich nicht. Ich kann nicht nebenbei noch Inhalte für den Almanach machen. Das geht leider nicht. Das tut mir dann auch wahnsinnig leid, aber das. Ja, das haben wir die letzten Jahre, haben wir das, glaube ich, gemacht. Das ist aber auch immer so eine Frage von, wie viele Leute erreicht es dann am Ende, ne? Also ich glaube, bei dem Beyond the Wall haben wir es dann nochmal als Extra-Heft rausgebracht, die Mondkind-Geschichte. Genau, das waren zwei Klassen auch von Dietmar, genau. Ist das ja so ein ziemlich dickes Buch, was auch eigentlich eine ziemlich coole Geschichte ist, aber was eben, glaube ich, dann noch nur so begrenzt quasi zur Verfügung steht. Darum waren Genau. wir ein bisschen zurückhaltender. Aber abgesehen vom Gratis-Rollenspieltag, der ja dann am Samstag ist, und zwar müsste das dann Samstag der 19. sein, beginnt die Conspiracy schon ab dem 18. Und da gibt es dann auch wieder Spielrunden dann da. Also soweit ich gesehen habe, gibt es auch schon ein paar DCC-Spielrunden, die angekündigt sind. Das freut mich natürlich sehr. Da werden bestimmt noch andere Runden sein. Wir werden gemeinsam mit Orgenspalte haben wir auch so ein Was gibt's Neues Talk. Da ist in Patrick und ich wahrscheinlich wieder dabei, wo wir uns so ein bisschen unterhalten, was so demnächst kommt. Außerdem, besonderes Highlight ist natürlich Moritz, der Swords and Wizardry leitet, und zwar mit einem uralten Klassiker, könnte man schon sagen, der deutschen OSR-Szene, nämlich die Festung des Bergkönigs, die auch bei uns in der ultimativen Fassung jetzt erscheinen wird. Mit die ultimative Fassung ist die Deluxe Director's Cut-Ausgabe, wo wir gerade dabei sind, das Ganze entsprechend in Form zu gießen. Genau. Genau, und dann ist am Samstag gibt es die Orkenspalter Swords and Wizardry-Runde um 19:30 Uhr. Ne? Also alle Leute, die den Podcast gerade hören, haben dann genug Zeit, da einzuschalten. Ich bin sicher, es gibt es auch anschließend als On-Demand-Video und dann sieht man mal, wie das Spiel funktioniert. Wir haben ja vor kurzem haben wir einen Podcast aufgezeichnet dazu. Da hat Patrick auch relativ spontan einen Charakter erschaffen und es ging relativ schnell. Ja, ich glaube, wenn wir nicht jeden Schritt erklärt hätten, wäre man so 15 Minuten locker durch gewesen, inklusive Regeln lesen. Also ich bin da wirklich mit null dran gegangen.
Und dann war mein Zwergenkrieger sehr schnell erstellt. Ja, es gibt also wieder ein Roglum. Es gibt wieder einen Roglum. Den ziehen wir jetzt einfach durch jede Charaktererstellung durch. Der taucht dann immer auf. So wie wir ganz am Anfang mal die Befürchtung hatten, ich müsste in jedem Regel-Podcast, wo wir Kampfregeln erklären, gegen einen Goblin kämpfen oder eine Katze vom Baum retten oder irgendwie so eine Geschichte. Ja, das war noch die Zeit, wo wir gedacht haben, dass wir zu jedem Regelsystem einen Podcast machen können. Das wurde uns relativ schnell ausgetrieben, diese Idee. Aber wir sind da immer noch ganz gut dabei, nur ich bin seltener dabei, weil du das mit den Leuten machst, die sich damit auskennen. Ja, aber es ist auch bei weitem, die Abdeckung ist bei weitem nicht mehr so hoch wie früher. Das Ja. ist aber auch die Natur der Sache, wenn du einfach viele kleine Systeme auch hast, dann dauert ja teilweise der Podcast länger als die Regelerklärung am Tisch. Ja, das Das ist mir bei ist den Code-Videos aufgefallen, wo wir letztes Jahr irgendwie im Sommer oder vorletztes Jahr bin ich irgendwie sehr enthusiastisch da reingegangen, zu jedem irgendwie ein Video zu machen und so. Das ist schon, ja, und dann wollte ich letztens, ich weiß gar nicht für was, wollte ich dann ein paar einfach mal online stellen oder ich glaube bei der HeinzCon wollte ich in unseren Chat quasi einfach mal so ein paar Videos reinhauen. Das ist mir aufgefallen, oh, da ist ein bisschen wenig passiert. So, ich glaube, Monster Hearts hatten wir noch, aber Dungeon Alphabet schon nicht mehr. Finger in die Finsternis hatten wir auch, weil das noch von der Ankündigung war, aber ja, so ein bisschen muss man da noch nacharbeiten. Es ist kompliziert, weil das einfach nur noch, ist ja einfach zusätzlich nochmal besondere Arbeit, die ja auch, ja, also wenn man es gut machen möchte, dauert es einfach auch sehr Ja, lange. genau. Ja, und vor allem, wenn man es noch ein bisschen variantenreicher machen will und nicht immer ich irgendwie die Texte einspreche Ja. und so, dann ist es nochmal so ein bisschen zusätzlicher Aufwand, den man dann hat. Aber gut, das sind eben Dinge, die sind eben so. Was soll man dagegen machen? Ja. Da kann man nicht viel machen, das ist einfach so, ja. Ja, gut, dann haben wir auch diesen kleinen Zwischenpart so ein bisschen abgearbeitet und können Aber jetzt. vor dem Winterry kann man vielleicht noch sagen, ich werde nochmal gucken. Ich weiß nicht, wie viel wir davon noch haben, aber wir werden zum Gratis-Rollenspieltag wahrscheinlich dann auch diese kontinuierliche Naja. Leitfassung haben, auch nochmal etwas anbieten. Da muss ich aber erstmal gucken, wie viel da noch im alten Lager sozusagen ist. Das werde ich morgen mal prüfen und dann gucken, wie wir damit umgehen. Das Ja, heißt, die Leute, ansonsten. die einfach mal so eine etwas regelärmere, ich weiß gar nicht so, wie viel regelärmer die ist. Ja, doch, die ist ein bisschen kondensierter, die Fassung, ja. Genau. Wer das einfach sich da nur nochmal angucken will, ist dann auch gut bedient. Aber gibt es ja auch als PDF zum Download. Ja, das stimmt. Ja, sonst sind wir da auch bei Swords and Wizards, die insgesamt sind wir eigentlich schon relativ weit. Also wir sind jetzt gerade dabei, die letzten Illustrationen abzuwarten. Da haben wir noch nächste Woche ein Gespräch mit einem weiteren Illustrator. Dann haben wir noch ein paar Korrekturen, die eingebaut werden müssen. Aber ansonsten sind wir dann schon relativ weit. Also es wird dann auch demnächst irgendwie in die Vorbestellung gehen, denke ich mal. Wie das dann genau abläuft, da kündigen wir aber uns aber. Das werdet ihr dann schon mitbekommen. Das kündigen wir dann entsprechend an. Genau. Sehr gut. So, ich bin immer ein bisschen abgelenkt. Das ist, darum verhaspel ich mich immer, wenn ich immer so nebenbei auf den Chat achten muss. Das ist ganz, ganz knifflig. Gut. So, dann haben wir diesen Teil erledigt und können jetzt zu Elden Ring kommen. Patrick, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du den Boss schon besiegt? Den Zwischenboss auf den Weg zum Schloss? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe nur noch nicht in der ersten Festung, weil ich ja draußen rumgelaufen bin. Okay. Letztes Mal, glaube ich, schon erzählt. Ich bin draußen rumgelaufen, war jetzt in einem anderen Sumpfgebiet, war dann in dieser komischen Festung. Hab da versucht, da ist ja auch so ein Mini-Boss. Weiß nicht, ob du den besiegt hast. Ich bin nicht sicher, welche Festung du meinst. Die weiter im Süden mit der Brücke? Nee, es gibt so eine spezielle Festung, wo du, die ist außerhalb der Karte quasi, wo Ach so, du. der Hub. Ja, wenn du es so nennst, ich weiß nicht, wie Die die auch. Tafelrundenfeste. Ja, genau. Da gibt es ja auch einen Boss, den habe Da ich. gibt es auch einen Boss. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, Oh, du musst spannend. mal diese Nachrichten lesen, die da irgendwo rumliegen. Oh, krass. Springen, versuchen. Geheimtür voraus, ja. Ja, da kann, ja gut, das ist meistens Unsinn. Nee, aber da musst du wirklich von so einem Balkon runterspringen und dann wirst du da unten angegriffen. Und den habe ich aber auch noch nicht geschafft. Und dann bin ich zum Startgebiet zurück, um einfach ein bisschen nochmal so ein bisschen blocken und so auszuprobieren, weil ich das nie gemacht habe eigentlich.
Und dann habe ich eine Tour auch gemacht und jetzt bin ich in einem viel zu hochstufigen Gebiet, habe 2000 Erfahrungen wieder dadurch verloren, dass ich dann zur Tür raus bin, irgendein blöder Zauberer, der dann natürlich in einem viel zu hochstufigen Gebiet mich einfach mal eben so tot. Ja, und jetzt versuche ich irgendwie da rauszukommen und zu gucken, wie ich wieder zurückkomme. Aber war schon eine große Überraschung. Das Spiel haut einem einfach manchmal auch so in die Fresse und sagt dir, ha, du denkst, hier ist eine Schatztruhe. Viel Spaß. Es ist sehr faszinierend. Also wir haben ja beim letzten Mal schon irgendwie erzählt, dass wir uns damit beschäftigen. Ich beschäftige mich leider viel zu wenig damit. Ich wünsche, ich könnte mehr Zeit da rein investieren, weil ich glaube, da kannst du ohne Probleme morgens anfangen und irgendwann ist es draußen dunkel und du bist immer noch dabei, irgendwie herauszufinden, wie man diese eine Falle überwindet oder wie man hier weiterkommt. Das ist wirklich faszinierend. Also ich bin sehr gespannt, wann bei mir so dieser Frustmoment irgendwann kommt, ob er irgendwann kommt, weil ich irgendeinen Boss habe, den ich besiegen will oder muss vielleicht sogar. Also aus dieser Höhle konnte ich jetzt auch einfach rausrennen, oder nicht einfach, ne? Du musst es schon gucken, wo du langläufst, damit du möglichst sicher da den Ausweg findest. Aber so jetzt bin ich sozusagen draußen und jetzt muss ich gucken, wie ich da klarkomme. Aber ich habe so einen Eindruck, ich kann einfach auch durchwegrennen, viel von diesem Spiel mitnehmen, quasi. Ich weiß nicht, wie das so ist, wenn irgendwann wenn so der erste Boss, du hast ihn jetzt, glaube ich, geschafft. Ich weiß nicht, wie viele Anläufe du gebraucht hast, aber Viele. ja, so, ich weiß nicht, ob da nicht irgendwann der Moment kommt, wo ich sage, okay, dann eben nicht. Aber was für mich okay ist, ich gucke mir diese Welt einfach super gerne an. Ich bin gespannt, was wo ist und was da für Geheimnisse stecken. Und ich weiß, wenn ich noch gut kämpfen könnte, würde ich wahrscheinlich noch viel mehr daraus ziehen. Aber ja, dann ist das für mich auch okay. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Also es gibt ja so ein paar Sachen, die helfen, ne? Also die Wölfe herbeirufen mit der Asche ist ja zum Beispiel ganz gut. Das hilft deutlich. Dann kannst du auch noch Leute hinzuholen, die dir helfen. Und so habe ich es auch gemacht. Also so Ja, habe ich dann ich den hatte, Boss glaube besiegt. ich, war, glaube ich, jetzt, wie gesagt, in Gebieten, die eher hochklassiger waren oder, ne, oder dann war es so unglücklich, da war irgendwie so ein, du tötest einen Gegner und dann taucht ein Bär auf, also Ja. so, ne, und dann bekämpfst du den als nur noch so ein ganz kleines bisschen vom Gegner, und dann kommt irgendwie ein anderer Gegner, der dich irgendwie dann niedermetzelt, während du eigentlich gut dabei bist, den Bären zu besiegen, so. Das waren so Geschichten, wo dann, aber von daher Es ist aber nicht so, als ob man. bin ich auch, glaube ich, in Regionen gewesen, wo es einfach auch manchmal vielleicht gar nicht vorgesehen war, dass du eben da jetzt die Bosse besiegst. Also so Mobs sind ja die eine Geschichte, aber Gegner zu besiegen, also die großen Bosse zu besiegen, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass man. Also es ist man, also es ist gar nicht so frustig, wie sich das immer anhört, dass man dann immer sterben, 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 weil du hast ja schon, also man merkt ja dann, man wird ja besser, ja. Also ne, man merkt dann, oh okay, ne, wenn ich blocke, ist das schon ganz gut, aber wenn ich ausweiche, ist das noch ein bisschen besser. Dann kriege ich nämlich nicht ganz so viel Ausdauer abgezogen und so. Naja. Das ist dann schon nicht schlecht. Außerdem kannst du auch durch wirklich ganz normales Grinding, ne, die immer dieselben Gegner töten, um dieselben Runen zu kriegen, dann verbesserst du dich, dann ziehst du deine Stärke rauf und so weiter, ne, oder die Ausdauer. Und dann geht das auch, ne? Also dann wirst du halt schon besser im Laufe der Zeit. Und das klappt dann so. Was eben spannend sind diese Bosskämpfe, die wirklich anspruchsvoll sind. Das muss man einfach sagen. Und da habe ich jetzt aber auch noch, also der erste war schon hart, aber da hatte ich dann auch irgendwann, ne, weil ich hab halt den Fortschritt gesehen. Von ich schaffe gar nichts zu einem Drittel bis hin zur Hälfte und dann das letzte Drittel. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt komme ich da schon ran. Aber gut, ich glaube, wir sind hier auch nicht super qualifiziert, um Ich glaube auch. große Dinge über Elden Ring zu besprechen. Außerdem das Internet ist voll davon. Lassen wir das mal hinter uns. So, auf jeden Fall, wenn ich nicht gerade an irgendeinem Rollenspiel-Ding arbeite, spiele ich dann mal irgendwie eine Stunde Elden Ring. Wobei, das kommt eher selten vor im Moment. Also, faszinierenderweise bestehen meine Wochen vor allen Dingen aus Meetings.
habe sehr viele Meetings immer, die ich mit irgendwelchen Besprechungen, die ich machen muss. Das hätte ich auch nicht so gedacht. Aber bleibt irgendwie nicht aus. Ja, sonst habe ich gar nichts mehr so großartig auf meinem Zettel. Das ist irgendwie ein bisschen bedauerlich. Aber vielleicht hast du noch was auf deinem Zettel, Patrick. Ja, nicht wirklich, weil ich habe es noch nicht durchgelesen, aber ich lese gerade die Gefahr, die amerikanische Demokratie in der Krise von Patrick hält das Buch hoch. Woodward und Robert Costner. Ich mag die Woodward-Bücher eigentlich sehr gerne, weil der so ein, also zumindest habe ich den Eindruck, der hat wirkliche Insider-Infos und so, also ne, der berichtet eben sehr genau auch aus Zitaten. Ich fand, also hier geht's jetzt, sind die noch quasi in der, sozusagen, der beginnt mit dem Sturm aufs Kapitol, so als kurze Einleitung, aber macht den Sprung zurück. Wie hat Biden den Weg gefunden, Präsidentschaftskandidat zu werden? Und so beschäftigt sich quasi noch mit der Zeit davor. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn er so in der aktuellen Zeit ankommt. Also klingt jetzt so, als wären vor 3 Jahren nicht aktuell, aber so, ich finde, die größere Bedrohung ist ja die Frage, wie gehst du jetzt oder was, wo stehen wir jetzt eigentlich nach Trump und wo Republikaner auftreten mit lieber Russe als Demokrat und so, wo man sich schon fragen muss, wovon steuert dieses Land dann womöglich ab 2024 wieder oder 25 ist dann ja erst Amtsantritt, wenn da womöglich wieder Trump oder ein Republikaner an die Macht kommen sollte. Also da bin ich gespannt drauf. Ich fand aber, vorher hatte der eins auch zu Trump und Corona, wo man schon das Gefühl hatte, also zumindest zu Beginn hat er das Risiko durchaus auch verstanden und gewusst, worum es geht und sich da auch Sorgen gemacht, aber später dann eben den Fokus im Hinblick auf Wahlen so ein bisschen verloren dabei. Ja gut, ist natürlich ein Punkt, wo man nicht genau weiß, wo es hingeht. Das würde ich auch sagen. Ich glaube, das größte Problem, was sie in den USA haben, ist diese, so ähnlich wie bei uns, aber da noch ein bisschen krasser, ist diese unglaubliche Lücke zwischen Arm und Reich. Das ist ich glaube, das ist die große Herausforderung, die wir in den kommenden Jahrzehnten haben werden, dass wir die Leute ein bisschen mehr mitnehmen und auch den Reichtum ein bisschen umverteilen, weil es ist sonst wirklich irrsinnig. Ich habe vor kurzem In the Pod gehört, ist ja ein Podcast hier zu Videospielen, dass Gabe Newell, der Gründer von Valve, 4,3 Milliarden schwer ist. Die haben so eine Forbes-Liste irgendwie zitiert, ja. Und irgendwie der war in der ersten Forbes-Liste und dann haben die in der aktuellen Forbes-Liste und dann sind dann irgendwie, ist diese Liste ist auch irgendwie um 200 Milliardäre größer geworden. Das ist völliger Irrsinn. Ich meine, der wird sein Geld über Steam verdienen, über die Anteile. Der hat, Also. also das ist ja auch kein, der hat ja auch kein, das ist ja nicht das Privatvermögen. Also die Firma ist so viel wert. Ja, ich meine, das ist ja bei den meisten Milliardären am Ende, ne, so, dass das großer Teil einfach in den Aktien und Firmenbesitzen drin steckt. Aber ja, klar, wenn du, ich meine, das ist ja eigentlich auch skurril, ne, dass die so eine Plattform aufbauen konnten. Wäre mal interessant, weil das war ja kein, ist ja kein großer, also Half-Life und so war irgendwie ganz, war ja ein Titel und so, aber dass die es geschafft haben, die prägendste Plattform zu bilden, sage ich jetzt einfach mal, im Vergleich zu Origin oder Ubisoft, also ich weiß gar nicht, wie die für Ubi Connect oder so ähnlich, also Ich glaube, das ist alles, also der Epic Store ist Epic Store, der ist, glaube ich, der liegt vor dem, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber der Epic-Besitzer liegt vor Gabe Newell sogar. Der ja, ist noch okay. reicher. Ja, gut, aber ich glaube, da ist die Plattform aber irgendwie auch anders, ne? Also ich glaube, der Epic Store, der hängt wahrscheinlich damit zusammen, was gehört alles zu Epic und so. Das ist ja Nicht. sowieso alles. Ist auch ein interessanter Faktor. Ich finde es mal ganz spannend, um mal, ne, also darf man halt nicht vergessen, Aber. das ist auch eine Branche, die sehr viel Umsatz generiert, die Gaming-Branche. Das darf man nicht vergessen. Aber Ja, mehr als die Filmindustrie, ne? Also. ja, Film und Musik zusammen, ja. Also das ist Gaming ich weiß leider nicht, ich habe leider vergessen, wie die beiden Top-Dinger waren. Aber das war eben so Quatsch. Ja, also so,
weiß nicht, Gartenbau. Quatsch, so, weil du am Handy spielst. Das ist halt das, Oh, was richtig ja. Kohle bringt. Ne? Naja. Also diese, weiß ich, Elden Ring, der ist ja ganz nett und so, das bringt aber kein Geld ein. Ne? Also was richtig Kohle bringt, sind diese Handyspiele. Ich habe gestern ein Video gesehen von der, ich glaube, PC Games oder so, die sich an Square Enix abgearbeitet Ja. haben. Ich habe das so genau gar nicht verfolgt. Ich war nur verwirrt, warum die so einen Titel irgendwie da drin hatten. Und ich meine, die sind ja groß geworden mit irgendwie hier, also in den letzten Jahren mit Final Fantasy, Deus Ex und so wirklich storygeladenen Spielen. Und momentan hauen die dann irgendwie auch so Titel raus, wo du dann noch den Premium-Pack und DLC-Pack und dann Ja. Ingame-Währung und so raushaust, die aber auch einfach nicht die spielerische Tiefe haben, wie du es eben von früher kanntest. Weil du, und ich meine, das haben sie so explizit nicht, aber mir ging sofort durch den Kopf, ja klar, mit einem Deus Ex verdienst du einmal Geld, vielleicht nochmal, wenn du ein DLC irgendwann später nachschiebst. Aber mit so Microtransactions und so, ich meine, guck dir FIFA an oder also die ganzen EA-Geschichten, wo du irgendwie dir Kartenpacks kaufst, um dein Spiel zu spielen. Das ist so mit das Perfideste, was es so gibt auf dem Markt, ja. Ich muss aber, weil es geht gut zusammen. Das war nämlich, das war also kann ich übrigens nur empfehlen. Ich meine, kennt wahrscheinlich jeder, brauche ich nicht empfehlen. Der Podcast ist, weiß ich, gehört mit zu den Großen wie Stay Forever oder so. Aber in diesem 10 Jahre klüger ist das drin. Und da gab es auch das Thema DLCs. Und jetzt muss ich dich, weil weil es war sogar ganz schön, weil ich habe nur darauf gewartet, dass sie es endlich erwähnen, dieses DLC. Kannst du dich noch an das große DLC-Aufreger-Ding erinnern? Jetzt weiß ich nicht, inwiefern du so PC-Gaming-affin bist oder ob du mehr auf der Konsole gespielt hast. Aber es gab ein Ding, was alle Leute aufgeregt hat damals. Zu einer großen Spielereihe, die auch immer noch existiert, eine Rollenspielreihe. Weißt du, wovon ich Eine rede? Rollenspielreihe, Eine wo sich große Rollenspielreihe, alle drüber aufgeregt haben. wo sich alle drüber aufgeregt haben. Ein DLC, also das war das erste seiner Art, was so wirklich groß in den Medien war. Nee, Ich lese es keine schon Ahnung. im Chat, ja. Ach so, für Skyrim oder was? Nee, weiß ich Nee, nicht. nicht Skyrim, der Titel davor für Okay, Oblivion. das habe ich so nie so verfolgt damals, ja. Die Pferderüstung, die 2,50 Dollar Pferderüstung. Ja, aber ich meine, gut, das ist doch heutzutage Standard. Ja, aber So. damals war das, du musst überlegen, wie absurd das ist für also eine reine kosmetische Geschichte Ja, aber ich und meine, heutzutage ist für es ein eben 2 Euro. Singleplayer-Spiel. Ja, und 2,50 € für irgendwelche solche Geschichten ist heutzutage ja schon, ist das eigentlich schon ein okayer Preis, sage ich jetzt mal so ganz platt, wenn du es heute nimmst, ne? Also, und es ist kosmetisch. Das ist schlimm. Das Da haben haben wir alle. wir. Ich meine, WoW-Haustier-Shop und neues Reittier für 20 Dollar, 20 Euro, damit du irgendwie ein anderes Reittier hast und Das ist Haustier für unglaublich. 10 Euro. Also die Haustiere hatten ja zumindest noch irgendwie einen spielerischen Wert, weil es irgendwann diese Pokémon-Kämpfe da gab, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber die Gab's Haustierkämpfe. Pokémon-Kämpfe mit? Ja, du konntest Haustierkämpfe Oh machen. Gott, ich hab aufgehört. Ich habe Ja. aufgehört, als diese Rüstungen eingeführt wurden, wenn du so Player versus Player Sachen gemacht hast. Also ich habe Ja gut, drei oder 3,5 Monate gespielt, dann habe ich aufgehört, dieses Spiel das zu sind ja verschiedene Rüstungssets quasi, ne? spielen. Also ich hab WoW sehr lange gespielt, jetzt nie auf einem Top-Niveau oder so, schon als wir damals einmal in der Uni waren und mit, ich glaube, 6 Leuten regelmäßig gespielt haben, war das schon ziemlich cool. Aber ich habe es letztes Jahr, glaube ich, nochmal versucht. Das hat mich verloren. Also jetzt endgültig. So, das ist vielleicht, keine Ahnung, ich sage jetzt so endgültig und in 3 Jahren, aber ich glaube, die Erfahrung irgendwie und die Langeweile letztes Jahr hat dann schon ausgereicht, um es wegzumachen. Aber ja, aber solche Geschichten, ja, die waren dann, glaube ich, irgendwie neu, aber
Jetzt, das ist heute. Das ist ja der Unterschied heute, ne, das Deluxe Pack besteht daraus, dass du das Spiel bekommst, eine Pferderüstung, nochmal irgendwie ein Artbook-PDF oder so und zahlst 20 Euro mehr dafür. So. Ja. Das ist heutzutage ja Standard. Ich meine, es gibt ja auch Spielreihen, die basieren komplett auf PDFs, auf DLCs. Ne? Also, ja. Ich meine, die ganze Paradox-Geschichte basiert im Prinzip darauf, die bringen einmal das Spiel raus. Und dann alle ein, zwei Jahre ein DLC, der aber das Spiel auch wirklich voranbringt. Ey, das, ne? Ist ja was anderes. Das ist ja im Grunde ein Add-on. Ja, also das ist im Grunde ein Add-on. Das Problem ist auch die Definitionsfrage, was ist ein DLC, ne? Was ist ein Add-on, ne? Und so weiter. Und was ist eine Microtransaction? Das gibt es ja auch noch. Ne? Also das ist halt sehr kompliziert. Aber wir haben gar keine Zeit, das zu besprechen, weil wir müssen heute pünktlich aufhören, weil wir gleich den Star Trek-Podcast aufzeichnen, wo wir eine Episode auf Rollenspieltauglichkeit untersuchen. Ich glaube, was, um das vielleicht trotzdem einmal aufzugreifen, mit Paradox und sowas, bei denen einfach das Problem ist, dass das in den Endphasen eines Spiels sehr schwierig ist. Also ich weiß nicht, wie viel Europa Universalis 4 Erweiterungen es schon gibt. 10, 12, keine Ahnung. Darum überlegen die auch so eine Art Abo-Modell quasi zu machen, weil das später Einsteigen dann natürlich schwierig ist, weil du kannst natürlich mit dem Grundspiel einsteigen, aber alles Coole, was du irgendwo in Videos siehst, ist im achten DLC drin, der aber irgendwie auch auf den anderen aufbaut und so. Also, naja. Ja, jetzt haben wir gar nicht über die NFTs gesprochen, die hier im Chat noch erwähnt werden. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Da muss man viel Zeit mitbringen zum Thema NFTs. Ich bin null mit beschäftigt. Ich weiß grob, was es ist, aber ich habe mich da null mit beschäftigt. Gibt's sehr gespaltene Meinung zu dem Thema, sage ich mal. Ja, hervorragend. Okay, dann sind wir für heute schon fertig. Gibt es einen Presseclub heute, Patrick? Nee, aber darum ist es vielleicht noch besser, dass wir pünktlich aufhören, weil es gibt natürlich einen internationalen Frühshoppen um 12 Uhr jetzt bei Phoenix und natürlich zum der Ukraine, wie man sich das momentan denken kann, reagiert der Westen richtig, wird dort gefragt. Und dann, sehr gute Frage. Aber die Frage ist, was ist denn die Alternative? Ja, das kann man da hören, vielleicht, ich weiß es nicht. Es gibt ja durchaus auch Leute, die das alles sehr kritisch finden. Es ist alles sehr kritisch. Und was war das gestern irgendwie, wenn sie aufgehört, so Kapitulationen und so? Naja, jetzt mache ich fast das nächste Thema auf. Das dauert definitiv zu lange. Das können wir nicht in zwei Minuten durchgehen. Insofern machen wir heute mal pünktlich Schluss. Wir wünschen allen noch einen schönen Sonntag und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Aller Wahrscheinlichkeit nach auf der Conspiracy. Wahrscheinlich erst mit dem Orkenspalter-Interview am Samstag, glaube ich. Ich bin gerade nicht sicher. Könnte aber auch Sonntag gewesen sein. Aber dann posten wir noch wieder einen. Genau, dann machen wir so einen Blog, wo wir bei der Conspiracy aktiv sind und sowas. Genau, aber Sonntag aller Wahrscheinlichkeit nach Morning Matters. Und vielleicht können wir da das nächste Mal über unseren ersten Firmenausflug sprechen, der im Mai stattfinden wird. Nee, müssen wir eigentlich jetzt im Mai dann drüber sprechen. Ja. Du kannst schon mal anteasern, worum es geht. Aber das ist, da werde ich... Aber dein Ticket hast du schon bekommen, ne? Ja, habe ich schon bekommen, das Ticket. Ja, sehr gut. Oh Mann, jetzt geht es ja aber rund. Wohin? Jetzt ist das große Geheimnis. Das müssen wir jetzt bis Mai, müssen wir immer wieder anteasern, wohin wir fahren. Ja. Klasse. Sehr gut. Schönen Sonntag noch, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Tschüss. Achso, da oben ist der Knopf. Genau.